Meine erste Frage geht so ein bisschen an die Referenten, an die Impulsvorträge hier heute gegeben haben und die uns ein sehr umfangreiches Bild gezeichnet haben von den vielfältigen Aktivitäten, die im Netz eigentlich möglich sind. Es wurde gesprochen von digitalem, also Aktivismus, und irgendwie hatte ich zumindest ein sehr beruhigendes Gefühl, als diese Gegenwartsdiagnose da vorgenommen wurde. Also von wegen, also wie Menschen, also wie der Bürger halt aktiv ist, also als Konsument, als Widerständiger, also Protestler, wie auch immer, also auch von seinen Rechten, demokratischen Rechten halt Gebrauch macht. Ich möchte aber gerne wissen, wer ist eigentlich aktiv und wer beteiligt sich, und sind es andere, als die sich normalerweise beteiligen? Ich glaube, das kann man nicht so ganz allgemein auf alle Formen von politischer Kommunikation und Protest oder Partizipation im Netz sagen. Was man sozusagen generell weiß, ist, sag ich mal, von all den Usern, die sich überhaupt für Politik interessieren, ja, ist es dann vielleicht 6%, 7%, ja. Und die general sozusagen Annahme ist, dass das Netz, es gibt so diesen Begriff the weapon of the strong, ja, von Sidney Verber und anderen politischen Kulturforschern in den USA, die sagen, im Grunde verstärkt. Ja, das Netz, was das politische Engagement angeht, nur diejenigen, die sich auch schon in der Offline-Welt besonders stark machen. Nun denke ich aber, es macht ja ganz viel Sinn, genau zu schauen, welche politische Partizipationsform gucke ich mir an. Wenn ich mir etwa den politischen Konsum anschaue, kann ich ja sagen, na gut, da werden sich doch nur beteiligen, die nicht Hartz-IV-Empfänger sind, und die Jugendlichen, die nicht sozusagen von Kinder- und Jugendarmut betroffen sind. Ja, andererseits ist aber, sage ich mal, wenn man etwa die Geschlechtergrenze nimmt und Ausgrenzung nach Genderkriterien, politischer Konsum einfällt, indem sie ganz viele junge Mädchen finden. Ja, wir untersuchen gerade diese Social Web Formate und so. Das ist eben an dem Punkt offensichtlich eine Engagementform, weil die jungen Mädels gerne shoppen. In dem ist so, zum großen Teil ist es schon eine Freizeitform, aber indem sie auch ganz viel sozusagen Engagement finden, im dritte Weltbereich, Gerechtigkeitsbereich und so weiter. Und dann gibt es sozusagen andere Formen, die tatsächlich mehr von jungen Männern präferiert sind. Deshalb denke ich, man muss da wirklich stärker differenzieren. Aber klar, im Moment ist das so. Ja, das ist sicher die größte Herausforderung, die man hat. Das Netz ist nicht repräsentativ. Ja, das ist ja das, was ich auch den Piraten immer sagen würde, die so schnell mit ihren Konzepten kommen von Liquid Democracy und allem Möglichen. Da muss man aufpassen, wenn man sagt, man wird Legitimität erzeugen. Ja, das ist nochmal zu trennen. Wann entsteht demokratische Legitimität? Aber dass es gerade für junge Menschen jetzt auch Kanäle sind, sich zu engagieren, das finde ich ist schon ganz wichtig. Ja, ohne das Netz würden viele es vermutlich gar nicht machen. Ja, also ich habe jetzt hauptsächlich über soziale Bewegungen gesprochen, wie Sie auch in den Bildern gesehen haben. Man könnte sagen, über Elemente einer transnationalen Öffentlichkeit, die sich herausbildet und die ein Korrektiv sein kann, jetzt zu den Staaten, zu den Nationalstaaten, zu den transnational operierenden Konzernen und so weiter. Eine transnationale Öffentlichkeit, die sich auf der einen Seite auf den Straßen entfaltet, wenn Sie an die Occupy-Bewegung denken, die aber digital gestützt ist seit diesem Ereignis in Seattle, was da am Anfang stand, dieser Bewegung, und in eine Bewegung oder Bewegungen, in denen sich neue Formen von Kollektivität abzeichnen. Und das Internet, digitale Medien spielen da eine ganz zentrale Rolle, wie ich versucht habe zu argumentieren, auch deshalb, weil diese Bewegungen eben nicht hierarchisch organisiert sind. Es gibt einige Parallelen zwischen der Struktur des Internet oder der Verwendung digitaler Medien, es ist ja nicht nur das Internet, und der Struktur dieser Bewegungen, die selbst polyzentrisch organisiert sind, die dehierarchisiert sind und die eben neue Formen des Zusammenseins ausprobieren. Und da war mein Hauptpunkt eben eine Abgrenzung zu dem, was in den, ich habe das dominante oder zentrale Medien genannt, mir fällt kein besserer Begriff ein. Also Sie wissen, was ich meine, also
die ARD, ZDF und FAZ und so weiter. Oder internationale Medien, in denen natürlich jetzt durchaus darüber berichtet wird. Aber es wird auch über viele Dinge eben nicht berichtet. Und da denke ich, dass digitale Medien eine Möglichkeit sind der Organisation und der politischen Teilhabe, die also jetzt über die repräsentative Demokratie hinausgeht, die wir haben und die eben eher auf eine radikale Form von Demokratie abzielt. Das habe ich versucht herauszuheben. Das sind natürlich nicht alle Leute, die das Internet nutzen und natürlich auch nicht, gut, die Occupy-Bewegung sagt ja 99%, aber soweit ist es vielleicht noch nicht. Aber es sind meiner Ansicht nach, wenn man das jetzt medientheoretisch oder gesellschaftstheoretisch betrachtet, ist das was Spannendes und was Neues, was vielleicht zu einer Veränderung beitragen kann. Und es wird eben auch getragen durch junge Leute. Und das, denke ich, ist medienpädagogisch relevant, dass es eben junge Leute sind, die sich ausgeschlossen fühlen, die keine gute Ausbildung haben, die arbeitslos sind und die sich auf die Art und Weise organisieren. Ja, vielleicht gerade mal in dem Kontext, also mit, also Leute, oder das Stichwort ist gefallen, die sich sozial ausgegrenzt fühlen. Das Netz ist ja noch relativ frei. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. Das heißt also, jeder kann seine Meinung dort äußern, also auch Extremisten. Also welcher Umgang ist da angeraten? Also ich habe jetzt über Demokratie gesprochen. Oder wollen Sie was sagen? Sie möchte nicht immer in dieser Rolle sein. Ach so, Sie möchten. Soll ich so einen Ball nehmen und so rumwerfen und so, also zuwerfen? Also das ist so ein Interaktspiel. Ja, mich richtet sich die Frage, glaube ich, nicht. Ich habe das falsch die Frage verstanden. Richtet sich an alle, aber ich denke, Frau Weigand würde ganz gern was dazu sagen. Schön, wie gut Sie mich kennen. Vielleicht sage ich jetzt gerade mal, bevor ein Block sich jetzt demnächst auf mich stürzt und enttarnt, dass ich gar nicht Professor Doktor bin. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht von Ihnen aus, aber das sage ich jetzt der Sicherheit halber, dass ich das nicht bin. Zu diesem Thema, das ist mir aufgefallen, ja, bei Ihrem Vortrag, der sehr positiv den Begriff Aktivisten verwendet hat. Also ich sehe ihn auch positiv. Ich habe nur gedacht, bei vielen Sätzen, die Sie gesagt haben, also eine neue journalistische Ethik, die sich auch mehr auf Wertung bezieht und weniger auf objektive Darstellung, die auch eingreift und sich positioniert, was sehr positiv ist, aber das trifft natürlich auch auf eine ganze Reihe von ja, radikaleren Strömungen zu, so wie uns es jetzt im Internet auch begegnet, die das für sich natürlich auch in Anspruch nehmen und die sich auch weltweit vernetzen und die das gleiche Instrumentarium zur Verfügung stehen haben, wie die, sage ich jetzt mal, die in eine soziale Richtung sich äußern. Ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Gesichtspunkt dazu, dass natürlich, das kann man nicht oft genug sagen, das Internet ist ja nicht etwas, das die Dinge hervorbringt, sondern es ist ja das Tool sozusagen mit Subtools im Internet, die man für bestimmte Zwecke dann verwenden kann. Und ich muss sagen, ich finde das Thema, was die GmK hier gewählt hat, extrem wichtig. Also sehr gut finde ich, dass das aufgegriffen wurde, weil ich glaube, es gibt hier eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen politischer Bildung und Medienpädagogik. Also das heißt, hier muss man, glaube ich, ganz intensiv zusammenarbeiten. Die Medienpädagogik muss dafür sorgen, dass allen Gruppierungen die Tools zur Verfügung stehen. Und die politische Bildung muss dafür sorgen, dass eine bestimmte Haltung entsteht, dass das auch sinnvoll genutzt werden kann. Und ich glaube, gerade die Beispiele, die Sie gebracht haben, die gehen schon häufig in die Richtung einer politischen Haltung, dass darüber das hinausgeht, wenn ich in der Nähe der dritten Startbahn wohne und mich dann halt zusammenschließe und das Ganze dann auch übers Internet passiert, sowas läuft ja inzwischen schon ganz gut. Sondern dass man wirklich auch die Fähigkeit bekommt, Themen so aufzubereiten und sich so zu engagieren, dass man das Internet hier als sinnvolles Instrument nutzen kann. Und da denke ich, sind wirklich hier beide gefordert, zusammenzuarbeiten, beide Stränge. Wollte noch jemand was zu dem Thema sagen?
Ja? Ich denke, man muss da schon unterscheiden zwischen dem, was bringt das Netz sozusagen für die Subjekte selbst, ja, für die jungen Leute an Möglichkeiten, sich selbst zu äußern. Da ist es, gibt es einen gewissen Freiraum, auch sich mal auszutesten. Andererseits scheint es ja gegenwärtig eine Tendenz zu geben, dass man eben nicht mehr, so wie die Sherry Turkle das sozusagen in den 90er Jahren gesagt hat, man kann seine Identität irgendwie durch anonyme Identitäten, die man annimmt, ausprobieren. Und das wurde ja so ziemlich verklärt, auch im Sinne von Identitätsbildung. Da sind wir ja gerade nicht mehr. Ja, das Problem ist, heute sehe ich jetzt, sage ich mal, wenn man auch jetzt radikale Positionen von Jugendlichen nimmt und sagt, na ja, das gehört einfach auch dazu, dass sie schräge Dinge behaupten. Da gibt es ja auch viel Esoterisches und wirklich Merkwürdiges im Netz. Dass es eher so ist, dass es heute nicht mehr abkoppelbar ist vom Namen. Ja, man muss sich fast überall mit dem bürgerlichen Namen irgendwie anmelden. Und das finde ich tatsächlich so, dass der Freiraum eigentlich kleiner geworden ist. Und auf der anderen Seite, jetzt sage ich mal, wenn man die Perspektive eben nicht der Subjekte selbst nimmt, sondern sozusagen die Makroebene der Politik, ja, das habe ich irgendwie heute Morgen erfahren, dass die Merkel bei YouTube sozusagen eine Chance gegeben hat, dass die User Fragen an sie auswählen konnten. Und interessant war, dass dann die Frage kam, meine, wie steht sie irgendwie zu Cannabis? Ja, wir wissen, das ist irgendwie auch ein Thema der Piraten, aber ist das wirklich das, was uns gegenwärtig besonders bewegt? Und also das denke ich nochmal, diese schiefe Struktur, ja, von Netzkommunikation ist schon merkwürdig. Und nur ein ganz kurzes anderes Beispiel, was mich geradezu geschockt hat. Da haben die Kanadier, der große kanadische Radiosender, auf Facebook auch eine Umfrage gemacht, sogenannte The Great Canadian Wish List. Die Kanadier waren ausgefordert zu sagen, was ihnen wirklich am Herzen liegt, was besonders wichtig ist. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, was an erster Stelle rauskam bei Facebook. Ja, das Abtreibungsgesetz, was liberal ist in Kanada, abzuschaffen. An zweiter Stelle, im Sinne der aggregierten Wünsche, stand dieses Gesetz zu erhalten. Ja, an dritter Stelle kam irgendwas mit Tierschutz. Das bestätigt nochmal so ein bisschen die Schwierigkeit, jetzt wenn man auf einer Makroebene sagt, können wir daran wirklich öffentliche Meinungsbildung so ablesen? Und ich will das nicht schlecht reden, ja, dass es auch diese Form von Selbstäußerung gibt, aber man muss da auch manchmal die Kirche im Dorf lassen. Und sagen, für wen spricht das? Ich glaube, das Netz ist eine ganz wichtige Chance, ein Raum auch für Minderheiten, die sonst in den Mainstream-Medien nicht vorkommen. Ja, das gilt für, sage ich mal, wirklich emanzipatorischen Protest auf der einen Seite, das gilt halt auch für andere Formen von Selbstäußerung, die sozusagen eher, was die politische Agenda angeht, sonst nicht vorkommen. Ja, ich würde noch mal ganz gerne bei den sozial benachteiligten Gruppen bleiben oder auch insbesondere Jugendliche. Viele von uns oder viele von Ihnen arbeiten in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Politische Kommunikation, politische Beteiligung ist ein großes Thema, auch immer wieder der Bundeszentrale für politische Bildung gewesen. Also wie kriegt man also die Jugendlichen also dazu, sich politisch zu interessieren, sich politisch zu beteiligen. Es gab Projekte dazu, politikferne Jugendliche. Jetzt haben wir das Netz. Die Frage ist natürlich, also was ermöglicht das Netz und inwieweit ist es attraktiver, sich dort zu beteiligen, als andere Protestformen zu nutzen. Und die Frage ist, also wie kann man medienpädagogisch aktiv werden oder sich engagieren, um Jugendliche, also sozial benachteiligte Jugendliche, da ranzuführen? Das ist eine schwierige, ist eine komplexe Frage, das weiß ich. Aber die Bundeszentrale ist da sehr gefordert gerade. Und ich denke, wir sollten uns überlegen, also welche Form oder welche Plattform ist geeignet und wo kann man Anreize schaffen, also für Jugendliche? Also ist die Hemmschwelle geringer, ist meine Frage. Also etwas im Netz zu tun, als also sich irgendwo einer Institution anzuschließen oder sich zu kollektivieren? Es ist die Frage, geht es jetzt um die benachteiligten Jugendlichen oder die Frage generell Jugendliche? Weil begonnen war es ja mit den Benachteiligten, das will ich jetzt mal aufgreifen, weil ich der Meinung bin, dass natürlich die Dinge, die wir hier gesehen haben, was da an, also zumindest auf diese sehr dezidierten politischen Ebene
von Ihren Aussagen. Das sind natürlich gebildete Menschen, die solch an diesen Aktivitäten teilnehmen. Also sozial benachteiligt, wenn ich das jetzt so begreife, gut gebildet, aber trotzdem arbeitslos, dann kann ich mir vorstellen, dass die da aktiv mitmachen, um ihre Interessen zu verbinden. Aber wenn ich, wie ich ihn herkömmlich benutze oder zurzeit gängigerweise immer benutze, sozial benachteiligt und sehr schlecht gebildet, dann sind die da nicht repräsentiert. Gut, die shoppen dann vielleicht mal was und gucken auch, wenn wir morgen einen Workshop haben, bestimmt auch Schminkvideos im Netz. Und das will ich nicht lächerlich machen. Das ist auch eine Beteiligungsform, eine Informationsquelle. Das machen wir alle, informieren uns über irgendwelche Dinge, die in unserem Alltag auch nützlich sind. Es muss ja nicht immer demokratiefördernd sein, was wir tun. Aber die benachteiligten Jugendlichen sehe ich nicht und ich glaube zu wissen, wovon ich spreche, weil wir da sehr viel mit arbeiten und wir da ganz nah dran sind, die werden sich nicht an diesen Beteiligungsprozessen beteiligen, auch wenn ich jetzt, die beteiligen sich auch im Offline-Leben nicht an solchen Demonstrationen oder Aktivitäten und dadurch auch nicht durchs in dem Netz, denn da ich brauche eine bestimmte Maß an Analysefähigkeit, an Verortungsmöglichkeiten, an Selbstreflexion und so weiter, ist das, was wir alles gerne mühsam fördern wollen, wo natürlich, und das ist die interessante These, praktische Medienarbeit eine ganz große Hilfe dabei ist, weil man mit als Methode, ja, um Bildungsprozesse, Selbstreflexions, emanzipatorische Prozesse in Gang zu bringen, ist Medienarbeit durch Ernst nehmen, Beteiligung, alles mal selber machen dürfen, über alles mal quatschen dürfen, das ist eine ganz wichtige Methode. Aber das heißt noch lange nicht, dass man die dann nur mit dieser Methode oder nur mit diesem Internetangebot dahin bringt, zu E-Partizipationsbürgern zu werden. Das wird uns nicht gelingen. Da müssen irgendwie völlig andere Sachen noch passieren. Wir werden uns hier heute irgendwie nicht einig. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Irgendwie. Ich sage vielleicht direkt was dazu. Das ist relativ kurz. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass die Leute alle gebildet sind, die protestieren. Aber wir haben doch gar keine genauen empirischen Daten darüber. Über die Leute, die jetzt in der Wall Street rumlaufen oder in Frankfurt vor der Europäischen Zentralbank sitzen und so weiter. Ein Großteil dieser Bewegungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind anarchistische Bewegungen. Das kommt in den zentralen Medien, Entschuldigung für den Begriff, auch nicht vor. Und warum sollen da nicht Leute einfach mitmachen, wenn sie das sehen? Kann nicht einfach ein Protest, warum schließen wir immer aus, das, was Marx eigentlich sich gewünscht hat, dass Leute ihre Lebenssituation verstehen und dass es gerade das Proletariat auch ist, das das versteht. Wir gehen immer dann davon aus, die müssen gebildet und reflektiert sein, wenn sie versuchen, ihre persönlichen Probleme zu verbinden mit sozialen Problemen. Also das würde ich für eine offene Frage halten. Da bräuchten wir also mehr Untersuchungen dazu, wer da jetzt unterwegs ist. Natürlich müssen die digital dann gebildet sein, wenn sie digitale Medien nutzen möchten. Aber so schwer ist es ja jetzt heute auch nicht mehr. Erst Sigrid und dann Frau Es gibt schon einiges auch an jetzt Partizipationsforschung, das was uns immer wieder sagt, ja, dass Wahlen die inklusivste Form von Partizipation ist. Das ist einfach so nach allen, sage ich mal, Stratifikationskriterien, sei das Gender, Geschlecht, vielleicht Alter noch am wenigsten, aber auch Stadt-Land ist ja auch eine Unterscheidung, die man schauen muss, wie die sich abbildet im Netz. Aber was ich eigentlich sagen will, es gibt inzwischen in Amerika bei denjenigen, die sich mit dem beschäftigen, was man so Deliberative Polling nennt, also Abstimmungen im Netz, die basieren auf diskursiven Vorlaufformen von Abstimmung. Viele, die sagen, man muss ein bisschen runter von der reinen Schriftkultur, die wir im Netz sehen, und man muss tatsächlich hier stärker audiovisuelle oder andere Formen auch der Kommunikation stärken, um breiter anschlussfähig zu sein. Was ich da toll finde, es gibt ja viele Beteiligungsformen auch in dem Kontext, die, sag ich mal, auf Random Choice sozusagen basieren, dass man eben nicht sagen nur sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie ein Konsultationsforum im Netz auf und natürlich kommen dann immer diejenigen jetzt bei EU-Verfassung oder so, die mindestens Abitur haben, also
viele schon, muss man einfach sagen, ja, EU-Verfassung. Diese Art von Deliberation ist sehr selektiv, ja, nach Bildungskriterien. Aber es gibt welche, wo man sagt, nee, man macht das, jetzt etwa bei den ganzen Foren, die es gibt zu neuen Technologien und so weiter, dass man das losentscheiden lässt, ja, dass man tatsächlich hier oder ganz klar sozusagen von Anfang an diesen Beteiligungsformen diese Fragen nach Bildung und so weiter berücksichtigt, damit es diesen Bias nicht gibt. Also es gibt schon viele Experimente und ein wichtiger Punkt ist, da gibt es, finde ich, auch ganz viel, gerade in Amerika, was Community Computing angeht und versuchen, Jugendliche über die Schule oder über den sozialen Nahraum, ja, die lokale Ebene einzubeziehen. Da sind wir nicht direkt bei der transnationalen Ebene, aber der Rainer hat ja eben gesagt, wie sehr verkoppelt das ist, ja, wie lokale Praxis mit transnationaler Öffentlichkeit auch koppelbar ist. Und ich glaube, dass man da genau ansetzen muss, in den lokalen Nahräumen und dort auch, wir kennen das, Siegener Informatiker etwa, haben da jetzt gerade auch ein Buch geschrieben, zum Beispiel, wie man Migranten ja in den Schulen auch Netzkompetenz beibringt. Ja. Ich wollte bloß nochmal sagen, mir ist es ein bisschen zu verkürzt unter Partizipation, also nur Protest zu verstehen, so kam mir das jetzt ein bisschen vor. Also für mich ist ein politisches Bewusstsein und sich und politisch zu partizipieren, also nicht automatisch damit verknüpft, dass es immer Protest sein muss. Und zum Zweiten wollte ich noch sagen, wir haben ja sehr viel Erfahrung auch mit medienpraktischen Projekten. Hier sitzen ja eine ganze Menge Partner und sehr viele Leute, die sowas auch in der Praxis machen. Meine Erfahrung ist, dass Jugendliche, wenn sie die Möglichkeit bekommen, sich mal medial auszudrücken, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Vorstellungen mal auszudrücken, das relativ am Anfang immer ein Hip-Hop-Video ist, was sie gern machen wollen oder irgendwas in diese Richtung. Also erstmal eigentlich was Mediales, was schon da ist, nochmal auf ihre eigene Art und Weise umsetzen. Und das Nächste, was man dann mit ihnen machen kann, das ist vielleicht schon mal, was ihre eigene soziale Situation widerspiegelt, ein Film über ihr Jugendzentrum oder irgendein Audiobeitrag, wo sowas zum Tragen kommt, das nähere Umfeld. Und dann irgendwann kann man auch mal den Horizont noch erweitern und kommt vielleicht mal aus dem weitesten Sinne auf politische Themen, die man dann mit ihnen bearbeitet. Und sage ich das nochmal, was ich vorher gesagt habe, das ist für mich genau die Schnittstelle zwischen politischer Bildung, Vermittlung, möglicherweise einer Haltung und einer Auseinandersetzung auch mit solchen Themen, die darüber hinausreichen und die das medienpädagogische Know-how, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das umzusetzen. Also ich glaube, und das ist nicht immer nur mit dem Bildungshintergrund verbunden. Also auch wenn Sie Gymnasiasten fragen, was wollt ihr machen, dann ist ein relativ ähnliches Spektrum. Also aus meiner Sicht, wer das anders sieht. Irgendwann auf den Stuhl, oder? Man muss sich, das wird ja im Laufe der Tagung hoffentlich auch passieren, dann nochmal genauer darüber verständigen, Partizipation an was denn eigentlich? Also man kann ja an unglaublich viel partizipieren. Und wenn wir hier über Partizipation reden, dann meinen wir manchmal die richtig politische Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse mit weitreichender Wirkung. Manchmal meinen wir, ich nehme irgendwie an so einer Mode teil. Und manchmal meinen wir, ich habe auch Freunde und bin nicht einsam. Also das ist, schwingt da alles mit. Und ich denke, da müssen wir, glaube ich, zu klareren Definitionen kommen, worüber wir gerade reden. Und wenn Sie jetzt gerade das Beispiel genannt haben aus den USA, also man sollte in Social Communities im echten Leben, also im sozialen Nahraum beginnen, da gibt es hier genügend Partizipationsbeispiele, die ganze Wiki-Bewegung, das ist ja ein sehr ehrenamtliches Geschehen. Da gibt es, glaube ich, wie ich jetzt gelernt habe, irgendwie 70 oder 80 ehrenamtlich strukturierte regionale Stadt- und regionale Wikis, wo sich in der Regel Erwachsene daran beteiligen, sagen wir mal, ihre Region im Netz darzustellen, da mehr zu erfahren, sich da zu vernetzen. Wir haben sehr viele Wiki-Projekte mit benachteiligten Schülern gemacht, ihnen gezeigt, was kannst du in deiner Kommune alles herausfinden, wo lebst du eigentlich, und da Anstöße gegeben. Das ist sicherlich eine gute Basis von Partizipation, auf der man aufbauen kann, aber die machen die nicht von alleine. Das machen die nicht von allein, die machen es in angeleiteten pädagogischen Prozessen. Und wenn dann das Wiki-Projekt zu Ende ist, kann man in die Hände klatschen, wenn dann die Lehrerin oder wer auch immer, ein Jugendclub, das dann weiterführt. Aber die führen das nicht untereinander weiter. Tun sie nicht. Also ich behaupte das jetzt mal so, das machen vielleicht drei, aber das ebbt dann ab.
So, ich habe jetzt ein Zeichen bekommen, dass wir diese Runde jetzt erweitern. Und Friederike wird jetzt zwischen uns und dem Publikum, also den Akteuren, hier vermitteln. Und es dürfen Fragen gestellt werden, es dürfen Anregungen gegeben werden, Sie dürfen gerne mitdiskutieren und sind herzlich eingeladen. Wer möchte? Ja, hallo. Und Sie kriegen auch gleich das mit. Ja, wunderbar. Ich wollte euch noch generell noch mal was sagen, weil es ist ja nur vom Protest die Rede. Also Protest ist ja immer dann da, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Eigentlich sollte es ja vorher anfangen und da sehe ich eigentlich immer eher so, dass man mit Transparenz mal anfangen müsste, dass man sich informieren kann, was passiert und sich über ein Thema auch genau informieren kann. Beispiel Stuttgart 21, Schlichtung, fand ich ein super Event, um sich zu informieren. Vielleicht hätte man es am Anfang machen sollen. Auch da ist ja deswegen der Protest jetzt da, weil es nachher kann der Bürger ja meist nur hingehen und meckern, weil mehr geht ja dann meist nicht mehr. Schweren sich ja auch alle Verwaltungen immer, dass die immer erst kommen, wenn das Bauschild da schon hängt. Und dann geht's halt meist nicht mehr. Und dann folgt eigentlich eher so ein Diskurs, würde ich sagen. Die Abstimmung sehe ich erst ganz am Schluss. Und wie man die jetzt macht, würde ich sagen, da muss man noch ein bisschen überlegen, auch was es jetzt mit parlamentarischer Demokratie und so weiter zu tun hat. Aber ich glaube, in den meisten Fällen will man, glaube ich, erstmal informiert werden, will die Entscheidungen nachvollziehen und will ein bisschen mitreden und nicht unbedingt, sagen wir mal, nachher das Ergebnis aus irgendeinem Raum raus mitgeteilt bekommen, sondern will da mitreden und man versteht dann schon, dass nachher ein Rat oder ein Bundestag oder was immer darüber entscheidet. Aber man hat zumindest einen Input machen können. Deswegen finde ich das auch mit diesen Losverfahren sehr problematisch eigentlich, weil dann sind ja die wieder ausgeschlossen, die sich wirklich für das Thema interessieren. Das hatten wir ja zum Beispiel bei diesem Bertelsmann-Ding da. Also ich hätte da gern mitdiskutiert, ich kann das nicht. Ich muss mir jetzt andere Wege suchen, kann nachher im Zweifel nur wieder protestieren, dass das, was da rausgekommen ist, vielleicht ein paar Sachen vergessen hat, die ich jetzt noch einbringen hätte wollen und so weiter. Also deswegen finde ich diese Verfahren eher schwierig. Das war mein Statement. Ich würde noch gerne wissen, wer denn auf Twitter oder Facebook hier aktiv ist. Das wäre noch interessant. Okay. Ja. Ja, bitte bleiben Sie mal gerne hier. Darf ich Sie dann fragen, warum das? Wichtige Frage ist, weil inzwischen muss man ja sagen, gerade Facebook, als der Rainer vorgetragen hat, hatten wir hinterher schon darüber diskutiert. Wo gibt es eigentlich im Netz noch die Räume, in denen man von kommerziellen Interessen unabhängig ja Politik machen kann? Ja, ist Facebook-Teilhabe tatsächlich etwas, was ich jetzt aus einer demokratischen Politikperspektive so positiv sehen kann? Ich habe jetzt gehört, dass etwa bei der MIT, am MIT eine Untersuchung gegeben hat. Die haben gesagt, man kann einen Algorithmus finden und herausfinden, zum Beispiel, wer schwul ist, ohne sich je dazu bekannt zu haben, allein an der Art und Weise, wie man sich und wo man sich beteiligt. Inzwischen muss ich sagen, und was diese ganzen, sage ich mal, Social Media Monitoring Tools angeht, ja, in wie stark, und da muss man Jugendlichen ja auch sagen, was machen sie da als Pädagogen? Sollen die alle rein bei Facebook und dann tatsächlich auch offen sein für die Analysen von ja kommerziellen Unternehmen, die Daten, die dort sozusagen erfasst werden? Ja, die können sehr gut genutzt werden, um Typenbildung, klassisches Marketing zu betreiben. Das Problem ist doch heute im Netz, dass wir so viel kostenlose Angebote haben, die aber eigentlich nichts anderes sind als versteckte Formen der Unterstützung kommerzieller Interessen. Deshalb frage ich Sie einfach nochmal, warum ist das so eine interessante und wichtige Frage? Für mich ist wichtig, ob man sich damit beschäftigt, weil ich glaube, das kann man nur wirklich verstehen, wenn man es selber macht. Das ist, glaube ich, das Schwierige daran, weil das habe ich so oft erlebt, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man es selber macht. Das ist so. Also hören Sie ja. Und mit den kommerziellen Interessen, das ist natürlich der Nebeneffekt, der da mitkommt. Auch sagen wir aber mit der Werbung und so weiter. Die Frage ist natürlich, wer ist bereit dafür zu zahlen? Wahrscheinlich keiner. Ich sehe das aber mit der Werbung jetzt auch nicht so kritisch. Also wenn man auch andere Sachen, also da ist ja genau, Facebook ist eigentlich fast der Schutz dagegen, dass
die Gegenbewegung direkt wieder sich organisiert. Selbst wenn Facebook Mist baut, dann ist Facebook die Plattform, wo sich die Gegenbewegung formiert. Gegen Facebook. Und das können die sich nicht erlauben. Sonst, wenn Facebook, dann gibt's ja noch andere. Ist ja nicht so, dass es jetzt nur Facebook gibt. Und irgendwann ist es in Massenmedien und dann ist es zu spät. Also das, ich glaube, da wird man so eine Balance finden. Und ich sehe auch nicht, dass die Gesellschaft unbedingt da jetzt so tatenlos zuguckt. Sehen wir jetzt hier. Deswegen diskutieren wir auch drüber. Aber also auch die wird damit umgehen, dass mehr Sachen öffentlich sind. Da wird es sicher eine Balance geben müssen, was geregelt werden muss und was nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was die Alternative wäre. Dass wir jetzt staatliche Netzwerke aufbauen, wo das nicht passiert, das wäre vielleicht noch schlimmer. Wenn der Staat kippt, dann ist es doch noch schlimmer eigentlich. Nee, ich würde schon sagen, man muss selbst auch was. Konversation quatschen. Ist das Schlüsselwort, da nicht Konsum. Das war halt vorher. Darf ich da auch noch was sagen? Also ich habe durchaus Facebook schon benutzt, aber nicht unter meinem Namen. Also ich habe keinen eigenen Account. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Aber ich weiß nicht, ob man hier nicht auch das Dialektische sehen muss, weil was die Sigrid ja schon gesagt hat, das ist auch eine Art Kontrolle, die da ausgeübt werden kann. Also der amerikanische Geheimdienst geht in Palo Alto aus und ein bei der Facebook-Zentrale. Die Polizei nutzt das, wie zum Beispiel die Krawalle in England gezeigt haben. Es können Profile erstellt werden. Es hat natürlich unheimlich viel positive Effekte und man findet es auch toll. Aber ich denke, es ist auch legitim, wenn man nicht so einen Account haben möchte und trotzdem drüber zu sprechen. Also man kann das auch aus Gründen ablehnen. Und auch dann ist es ein politisches Statement, wenn ich es ablehne. Also das muss man hier auch mal irgendwie festhalten. Ich denke, wir müssen hier auch ein bisschen so gucken, was ist eigentlich unser Politikbegriff? Also auch, was sind politische Beteiligungsformen? Also ich kann auch nur mich politisch beteiligen, wenn ich mich, also das Stichwort war ja gerade von Herrn Topf oder Herrn Scholz oder wie auch immer, dass man sich informieren muss. Also es gibt momentan die Bürgerhaushalte in vielen Ländern, also Bundesländern wird das durchgeführt. Und die Bürger sind aufgefordert, also den Haushalt mitzubestimmen. Also das heißt, ich muss mich dafür aber auch interessieren. Und erst wenn ich mich da auskenne, wenn ich mir eine gewisse Kompetenz angeeignet habe, dann habe ich auch eine Position dazu. Und das sind so Dinge, denke ich, wo wir auch als Medienpädagogen gefordert sind, also Jugendliche entsprechend halt auch zu briefen. Wenn man die fragt, warum beteiligt ihr euch nicht, dann sagen die nämlich immer, ich kenne mich da eigentlich gar nicht aus. Das ist mir viel zu viel und ich möchte auch gar nicht so sehr beteiligt werden. Ja? Das wollte ich nur mal so in die Runde gehen. Hallo. Mir ist das Ganze zu undifferenziert. Ich finde es durchaus berechtigt, Kritik an Twitter oder Facebook zu üben, weil es ja erstmal kommerzielle Angebote auch sind. Aber das ändert ja nichts daran, dass es einfach Online-Kommunikation gibt, die stattfindet und die sehr positiv ist. Und die findet nämlich nicht nur auf Twitter oder Facebook statt. Es gibt auch andere Angebote und es gibt auch insbesondere soziale Netzwerke, die grassrootmäßig sich entwickelt haben und organisiert werden, also beispielsweise die Diaspora. Und dort findet genau die gleiche Kommunikation statt. Und deswegen trifft die Kritik an sozialen Netzwerken erstmal nur ganz bedingt zu. Und außerdem ist mir noch wichtig zu sagen, dass es für mich keine Trennung zwischen Online und Offline gibt. Also es gibt nicht nur den Online-Protest. Ich bin gerade das beste Beispiel. Eben bei den Vorträgen gab es durchaus geteilte Meinungen. Und es gab auch Diskussionen auf Facebook und auf Twitter. Und das hat mich jetzt auch motiviert, mich hier hinzusetzen einfach. Ja, und es ist ja auch gut, dass du da jetzt sitzt. Dann kommt ein bisschen. Finde ich gut, dass du ein bisschen Leben in die Debatte kommst. Möchte ich doch noch mal einmal zu dieser Facebook oder Frage, sind Sie auf Facebook? Ich wusste gar nicht, ob ich mich melden soll oder nicht. Ich habe da einen Facebook-Account, damit ich mit Verwandten in Übersee kommunizieren kann. Das ist die einfachste Form.
Und weil ich natürlich aus beruflichen Gründen denke, ich sollte das haben. Und ich bin in der Facebook-Medienpädagogik-Gruppe, so heißt die, glaube ich, und bin absolut geschrottet, genervt von 70% Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, die da ständig reingepostet werden. Aber gut, die muss ich ja auch nicht lesen. Ja, also Facebook gibt's und das ist da und das werden wir nicht aus der Welt diskutieren. Wir müssen gucken, dass wir es so gestalten, dass es nicht irgendwie Leuten zu sehr Schäden anrichtet. Also ich denke, da muss man mit Aufklärung und mit den Datenschützern im Gespräch sein. Da muss man einfach drauf gucken. Ich denke, wie man es dann löst, ist eine Frage, die sehr spannend ist. Und wir machen natürlich auf Heranführung von Menschen, die es noch nicht können, denen erklären wir das, wie das geht. Und wir sprechen mit denen, die da intensiv drin sind, über Regeln und Gefahren und Chancen und so weiter. Das ist halt ein Umgang mit Facebook, den ich vernünftig finde. Ob jetzt alle twittern müssen, also ich habe nichts zu berichten, was ich jetzt jeden Tag twittern muss. Aber es ist ja auch arbeitsteilig gut, wenn andere twittern. Da müssen ja jetzt nicht alle das twittern, was gesprochen wird. Das ist doch im Leben eine vernünftige Herangehensweise. Einer twittert und der andere macht in der Zwischenzeit was anderes. So. Und ich habe nichts gegen Twitter, ich habe nichts für, also Twitter ist irgendwie da und ist nützlich. So. Ich finde, dass diese Aufladung mit dieser Ideologie, die da drin ist, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Man muss einen Umgang damit finden, das ist da, da gibt es Chancen und Risiken, muss man in Bildungsprozesse übertragen, da sehe ich unsere Aufgabe drin. Und ansonsten muss man sich mal angucken, wie sich das entwickelt. Mir ist nur noch wichtig, weil ich muss jetzt gleich wieder weg hier, mir ist nur noch wichtig zu sagen, dass diese Interaktion zwischen Online und Offline, also gerade die Occupy-Bewegung, ist, finde ich, ein super Beispiel, weil erstmal ist meine These, ist sie nur bekannt geworden, weil es Twitter und Facebook gibt. Und in den sozialen Netzwerken war sie schon 2 Wochen vor der Tagesschau präsent und die Leute sind auf die Straße gestürmt. Das hat sie auch motiviert, dahin zu gehen. Und gerade jetzt in den letzten Tagen war das so, der Park wird geräumt, darüber wird getwittert und gefacebookt sozusagen. Und einen Tag später sind tausende Menschen, die versuchen, die Wall Street zu ändern. Ich hatte das, ist wahrscheinlich nicht rübergekommen, schon auch erwähnt, dass diese Online-Offline-Connection außerordentlich wichtig ist für Protest. Wir haben in Siegen 109 von diesen unternehmenskritischen Kampagnen untersucht und dabei sowohl sozusagen die Online- wie aber auch die Offline-Aktivitäten mit ins Auge gefasst. Und alle, die wir untersucht haben und befragt haben, haben gesagt, naja, von den Usern, das ist das, was eigentlich wichtig ist. Ja, für die jungen Leute, in der Regel sind es junge Leute, vor Ort mitzumachen. Ja. Also insofern, denke ich mal, widersprechen wir uns da gar nicht. Das ist nur die Sache, dass eine Weile, glaube ich, die Forschung sich nur auf diese Medien konzentriert hat und das ein bisschen aus dem Auge verloren hat. Und ich denke, wie gesagt, wenn man aus der Perspektive der Subjekte schaut, ist das natürlich das Spannende und für die auch im Sinne von Vertrauensbildung und so weiter wichtig. Und das ist auch ganz kreativ, wie man da miteinander umgeht, dass das so verschränkt ist inzwischen miteinander, offline und online, dass man das tatsächlich gar nicht systematisch so trennt. Das sind analytische Kategorien, aber in der Lebenswirklichkeit ist das nicht so hart getrennt. Ja. Geht das jetzt? Ja, noch ein Satz. Also dann schließe ich an das an, was du gesagt hast und was Sie gesagt haben. Natürlich geht es um die Verknüpfung von Online und Offline. Da haben Sie vollkommen recht. Nur mit Dialektik habe ich halt gemeint, man kann das einerseits benutzen als eine Kontrolltechnologie, aber andererseits kann man es auch für progressive demokratische Zwecke nutzen. Das hat man ja auch in der arabischen Welt gesehen. Also man muss immer beide Seiten betrachten. Man darf es jetzt nicht nur so positiv sehen, so habe ich es gemeint gehabt. Ja, ich freue mich, dass unser Semi-Fishbowl funktioniert und gebe das Mikro gleich mal weiter, wenn Sie sich kurz vorstellen würden. Ja, mein Name ist Nadine Tournier, ich komme aus Düsseldorf. Ich bin Sozialpädagogin in einem Jugendzentrum und seit Beginn dieses Jahres schreibe ich an meiner Dissertation unter dem Professor Dr. Michael Jeckel, der war letztes Jahr hier. Es geht mir so ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, hier so für mich an der Vorstellung meines Themas vorbei, weil Partizipation, als ich das gelesen habe und als ich mich auch hierfür angemeldet habe, habe ich erstmal, das erste, was ich gedacht hatte, war, ja genau, Jugendliche partizipieren an der Netzgesellschaft, Jugendliche partizipieren online und sind nahezu alle online vernetzt und sind auch aktiv.
Und was eben auch schon angedeutet wurde von Ihnen, dass das Thema Protest so sehr mit Partizipation geknüpft ist, stört mich auch ein bisschen. Weil meine alltägliche Erfahrung ist es, dass Jugendliche sich nicht unbedingt immer nur gegen etwas aussprechen, sondern in der Regel auch ganz gerne für etwas aussprechen. Und ich finde, vielleicht könnte man da auch ansetzen. Das machen Jugendliche Tag für Tag. Ob es jetzt mit einem Like-Button ist auf Facebook, ob wir es datenschutztechnisch jetzt kritisieren oder nicht, es ist nun mal so. Und ich finde, dass Medienbildung eben Lebensbildung sein sollte. Und ich kann das nur sagen, in meinem, oder nicht in meinem Jugendzentrum, Leitung bin ich leider nicht, in dem Jugendzentrum, wo ich arbeite, ist Partizipation und Bildung, das sind unsere beiden Einrichtungsschwerpunkte und wir versuchen es miteinander zu verknüpfen. Wir versuchen es im Alltag vorzuleben. Wir wollen, dass die Jugendlichen partizipieren an der Gestaltung der Inhalte und vielleicht auch Möglichkeiten offenbart werden, auch von uns zu lernen, damit wir von ihnen lernen können, weil ich bin mit Sicherheit nicht so netzaffin, wie meine Jugendlichen es sind. Und genauso wie ich nie den Fernseher als Jugendlicher hinterfragt habe, ist es vielleicht auch für Jugendliche nicht unbedingt, darf man es pädagogisch vielleicht nicht erwarten, dass sie es hinterfragen, sondern Anstöße geben und sagen, okay, es ist super, es ist toll, dass du es nutzt und es ist normal, dass du es machst und guck doch mal hier und schau doch mal da. Also ich denke, da muss man nicht den pädagogischen Zeigefinger heben und sagen, überleg mal, ob du das überhaupt möchtest. Ja, das wär's. Diese Frage pädagogischer Zeigefinger ist jetzt, sag ich mal, bei Politologen so recht entfernt. Was ich aber spannend finde, auch an der Frage, die mich schon ein bisschen bewegt hat, dem Motto, ja, was ist denn überhaupt Partizipation und wann partizipieren denn junge Menschen, ehrlich gesagt, die älteren Menschen? Fragen wir uns selbst, ja, wann nehmen wir denn überhaupt an, ja, politischer Kommunikation teil, online oder offline? In der Regel doch nur, wenn wir das Gefühl haben, entweder, gut, da sind Freunde von uns, die sich da so oder so schon tummeln, oder aber wenn wir das Gefühl haben, dadurch kann man was bewegen. Und aus meiner Sicht das größte Problem an den ganzen Offerten, die es gibt viel mehr Offerten im Netz, sich irgendwie zu beteiligen, als man überhaupt wahrnehmen kann. Und damit muss man auch irgendwie umgehen. Aber weil du eben die Bürgerhaushalte erwähnt hast, sie sind jetzt in jedem Buch über neue Formen von Partizipation mit drin und ich finde das natürlich ganz toll, ja, dass es das gibt, gar keine Frage. Aber es gibt inzwischen, ich habe da mal an Tagen so viel Bemühungen, Leute an diesen Online-Konsultationen zu beteiligen, dass man immer mehr Anreizpolitik betreiben muss, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt, als die Leute wahrnehmen. Und viele sagen, es macht doch nur Sinn, wenn das, was ich dort auch mitentscheide, irgendwo Relevanz hat. Ja, wenn die Politiker dem auch irgendwie folgen. Ich habe gehört über den Kölner Bürgerhaushalt, es sollen, glaube ich, nur irgendwie 10% überhaupt des Haushalts Verfügungsmasse sein. Alles andere ist da eigentlich vorentschieden. Und auch sowas frustriert, glaube ich, Jugendliche, aber ehrlich gesagt die Normalbürger auch. Ja, dass da sehr viel Alibi-Kommunikation stattfindet und da wollte ich auch ein bisschen warnen. Ja, Jugendliche zu engagieren, wenn die dann am Ende merken, das ist eigentlich folgenlos und so ähnlich geht es den Bürgern generell. Ja, und da muss man eben schauen, ist das Alibi-Kommunikation, ist das nur sozusagen Spaß an der Freude oder lernt man wirklich sich zu beteiligen, weil man das Gefühl hat, man kann auch was bewirken. Und Letzteres würde bedeuten, wir müssen die Demokratie ändern. Und das hat dann ganz wenig erstmal mit dem Netz zu tun. Aber ist auch auf einer meiner Karteikarten drauf, das Stichwort also Pseudodemokratie, also genau das, was du gerade eben auch beschrieben hast. Also diese Frustration, die damit auch verbunden werden kann, wenn ich habe mich beteiligt, ich habe mich informiert, ich habe abgestimmt, aber das Schwimmbad wird immer noch nicht gebaut. Und wie oft soll ich das eigentlich noch machen? Ne? Also und ich glaube, also da müssen natürlich auch die Handlungsträger, also die politischen Handlungsträger irgendwie aufpassen. Also wenn das solche Formen nicht auch, ja, wie soll man sagen, also nicht, also instrumentalisiert werden, aber auch missbraucht werden unter Umständen, ne? So eine Alibi-Funktion kriegen. Noch eine Wortmeldung und dann begrüßen wir unseren neuen Gast. Ja, wir hatten ja die Diskussion heute Mittag, Dialog Internet ist ja so ein Beispiel, da wurde ein großes Beteiligungsszenario offline und online inszeniert. Und wenn man versucht hat, sich dann in diese Dialog-Internet auf der Webseite mit einzuklinken, finde ich, ist in der Detaildurchführung, das liegt dann am Medium, das muss vielleicht dann noch auch noch neue Formen gefunden werden, die müssen noch verbessert und weiterentwickelt werden. Ich bin sehr dafür, ich möchte mich jetzt hier nicht als jemand darstellen, der das alles ablehnt. Nur wenn ich dann einen Fragenkatalog habe,
eine Sachfrage so, und dann gibt es da 17 Kommentare dazu. In 15 finde ich etwas, was ich eigentlich unbedingt kommentieren müsste, weil ich denke, das kann man so nicht stehen lassen. Dann kann ich das dann irgendwann nicht mehr leisten. Ich möchte mich an diesem organisierten Dialog da beteiligen, aber der ist so ziseliert in Einzelfragen auf. Das ist eine zeitintensive, den Alltag nicht gerecht werdende Beteiligungsform. Und dann kann man immer noch die große Frage noch hinten dran stellen, und was passiert dann da politisch mit? Aber das ist ja, das diskutiere ich jetzt hier gerade nicht, sondern ich bleibe, möchte bei dem Format bleiben. Welches ist denn das Format, wo ich mich dann auf einem bestimmten Argumentationslevel auch einschalten kann, ohne immer diese einfachen Fragen da, mich da durchklicken zu müssen, die wir alle schon lange hinter uns gelassen haben? Und da sehe ich, gut, ich bin jetzt nicht unglaublich aktiv, aber ich klinke mich eben in einzelne Dinge ein, und da sehe ich, da ist einfach von dem, was da noch geleistet werden muss, damit es sinnvoll zu einer Diskussion kommen kann, die berücksichtigt, was schon mal gedacht wurde früher, das sehe ich einfach nicht. Ja, unser neuer Teilnehmer, Nils Brüggen. Hallo. Ich stelle gerade fest, dass ein etwas ungünstiges Moment dieses Pseudo-Fischbowls ist, dass es jetzt ein bisschen zurückgeht wieder, die Diskussion an was, was vorhin stärker im Vordergrund stand, nämlich die Frage nach der, anhand von Facebook ja diskutiert sozusagen die Perspektive, dass da ja auf Angebotsebene eine Vereinnahmung von partizipativen Formen des Medienhandelns durch kommerzielle Interessen, so durch die Hintertür in der Auswertung klang es ja so ein bisschen an. Meine Frage auch eigentlich direkt an Sigrid Barinhorst im Anschluss an den Vortrag, den ich sehr interessant fand, ob es nicht auch auf der Ebene der Subjekte bei dem von den des Medienhandelns als kritischer Konsument ähnliche Formen der Vereinnahmung durch Unternehmen gibt und wie Sie das einschätzen. Also gerade vorhin wurden ja auch die Schminkblogs oder Vlogs angesprochen, dass dann quasi Konzerne das auch gezielt unterstützen und damit auch wieder eine Anerkennungsstruktur schaffen, die ja gesucht wird oder interessant ist, und inwiefern da nicht auch vielleicht eine Vereinnahmung auf einer ganz anderen Ebene des kritischen Konsumenten oder strategisch konsumierenden Bürgers, Consumers, wie auch immer, zu sehen ist und wie Sie das einschätzen. Es gilt irgendwie immer noch allgemein dieser alte Adorno-Spruch, es gibt irgendwie kein richtiges Leben im Falschen. Und da ist es natürlich die Frage, gilt das auch fürs Internet und gilt das auch für den gesamten Bereich jetzt von politisierten Konsum im Besonderen? Ich meine, ein Dilemma von jugendlicher Subkultur. Ja, es ist immer gewesen, dass da viel Widerständiges war, ob man es Protest nennt, aber selbst auf einer symbolischen Ebene, und immer wieder gibt es Moden und Formen sozusagen der kommerziellen Einholung. Aus dem Dilemma, ja, kommt man, glaube ich, in dieser Struktur, in der wir leben, da kommt man nicht raus. Es sei denn, man verzichtet. Da gibt es ja auch Debatten darum. Ist es nicht besser, einfach nicht zu konsumieren? Ist das nicht die einzige Form sozusagen des Widerstands an dem Punkt, was Konsumkultur angeht? Und die Debatten sind ja auch lebhaft. Ja, gerade jetzt, was Nachhaltigkeit angeht, ist nicht besser, nicht zu konsumieren, als nachhaltig zu konsumieren. Ganz klar, aber ich finde, das sind spannende und, finde ich, sehr lebensnahe Fragen. Also selbst wenn Sie sagen, na, das mit dem Konsum, das interessiert doch nur die jetzt besser gestellten Jugendliche. Das glaube ich nicht. Gerade diese Frage Klimakatastrophe und so ist etwas, was sehr, sagen, auch als Risikogefühl wahrgenommen wird von ganz vielen Jugendlichen, und die sich auch fragen, ja, wie ist das zu Hause mit dem Wasser? Ja, wir hatten mal so eine, und Stromverbrauch, und das sind, glaube ich, für die ganz, ganz existenzielle Fragen und Bedrohungen, bei denen fragen, ja, wie machen wir das zu Hause? Ja, glaube ich, Formen sind auch politische Bedeutsamkeit von Alltagskultur zu erfahren, die aus meiner Sicht eben auch eine Möglichkeit bieten, Jugendlichen ja Politik nahe zu bringen. Und das meine ich, ist ja gar nicht immer Protest, sondern zu fragen, wie ist sozusagen, wie sind Machtverhältnisse, aber auch sozusagen Bedrohungen des Gemeinwohls in unserem Alltag, ja, so eingeschrieben. Und das ist Aufgabe auch von politischer Bildung, ja, und Medienbildung, genau das irgendwo aufzudröseln und Zugänge
zu vermitteln, ohne dass man die Jugendlichen verzweifelt da lässt und sagt, naja, da kann ich eigentlich gar nichts mehr machen. Aber diese Debatte muss man führen und die finde ich eigentlich spannend. Vielleicht nur noch kurz als Reaktion. Ich fand den Satz oder das Adorno-Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, scheint mir tatsächlich auch den Äußerungen von Jugendlichen recht nahe zu kommen, die ja durchaus auch zu Datenschutz Probleme sehen oder auch, also da gibt es ja durchaus bei einigen zumindest ein Problembewusstsein und sie da zu unterstützen als pädagogische Aufgabe, finde ich einen wichtigen Input oder eine Konsequenz hier schon aus der Diskussion heraus. Darf ich vielleicht noch was sagen? Also ich habe nichts gegen Adorno, aber ich sage jetzt mal was gegen diesen Satz, weil ich denke, das, was im Internet sich zeigt oder auch in diesen sozialen Bewegungen, diesen anarchistischen Bewegungen, ist ja gerade der Versuch, also im Hier und Jetzt was anderes zu schaffen. Also Adorno wäre mit ihnen nicht zufrieden gewesen. Adorno ist viel zu sehr jemand, der sehr eng an Marx sich anlehnt und eine pessimistische Interpretation daraus gemacht hat. Aber diese jugendlichen Protestbewegungen, die wollen ja jetzt im Hier und Jetzt etwas anderes schaffen. Und das, was sie da aufführen an der Wall Street und an anderen Orten, das ist jetzt eine Gegenutopie, die sie jetzt verwirklichen. Das ist ein anarchistisches Denken, das wir noch gar nicht ganz verstehen und mit dem man auch dann wiederum Adorno kritisieren kann. Die Dialektik der Vereinnahmung, das sehe ich genauso, wenn man jetzt diesen Konsum betrachtet. Aber diese Proteste sind ja antikapitalistisch. Das heißt, die sind gar nicht so auf Konsum angelegt. Beim Konsum natürlich, nicht alle, aber an die ich jetzt gerade gedacht habe. Und es ist ja nicht nur, es ist nicht nur diese Partizipation, das stimmt natürlich, aber wir müssen ja immer auch, wenn wir das von einer Beobachtungsebene sehen, eben zeigen, es ist auch Kommerzialisierung. Was heißt das? Und jeder Konsum ist natürlich auch eine Fabrikation von Bedeutungen, wie die Karl-Schrill-Status ja zeigen, von Vergnügen und vielleicht auch eine Form des Protestes dann oder des Widerstandes. Ja, bei uns ist Klaus Lutz. Ich hätte nochmal zwei Begriffe, die mir nicht ganz klar sind, wie die im Raum definiert sind. Einmal, wo ich ein bisschen zurückschrecke, immer wenn jemand auf dem Podium sitzt und sagt, wir sind für eine sinnvolle Nutzung der neuen Medien. Wer definiert es, was sinnvoll ist? Das Beispiel von Ihnen war schon sehr grenzwertig, finde ich, wenn Sie sagen, es gibt viel Esoterisches im Internet. Das haben Sie als Beispiel gebracht für nicht sinnvolle Nutzung. Gibt es viele, die sagen, Esoterik ist ein zentrales Element in meinem Leben. Würde vielleicht auch die Frau Käßmann sagen, ich würde sie auch als Esoterikerin ein Stück sehen. Also ihre transzendente Möglichkeit, jetzt die Bibel nach vorne zu bringen, hat viele solche Elemente. Da ist ein Interview in der Nürnberger Nachrichten gegeben und gesagt, Fernsehen verdummt, Bibellesen bildet. Also auf so einem einfachen Punkt hat sie es gebracht. Finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, was ist da sinnvoll. Und die andere Sache, die ich immer sehr schwierig finde, ist die große Beunruhigung, wie demokratisch legitimiert sind die Prozesse im Internet. Wer stimmt ab? Auf anderer Seite ignoriert man total, dass die repräsentative Demokratie sich im Moment total pulverisiert. Wenn man die Verhältnisse in Italien anschaut, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, eine Regierung bilden, wo kein einziges Kabinettmitglied mehr gewählt ist aus den Parteien, sondern alle sogenannte Experten aus der Wirtschaft zusammengesucht worden sind. Da gibt es überhaupt keine legitime demokratische Situation mehr. Dem Bürger wird eher signalisiert, wenn es wirklich schwierig wird, Krisen zu bewältigen, müssen die Politiker beiseite treten und wir suchen uns Experten, die dafür sorgen, dass das Ganze nach vorne kommt. Also das ist die Frage, was ist da demokratischer letzten Endes? Und die andere Frage bei sozial Benachteiligten ist, das sehe ich wie die Frau Weigand, da muss man mal gucken, was ist überhaupt Partizipation? Also wenn man sich mal im Netz angibt zum Beispiel bei YouTube Geschichte von Pferden, müssen Sie mal eingeben, kommen ganz viel Bildergeschichten von sehr einfach gemachten Personen, junge Personen, die das Leid vom Pferden in Transporten und in Schlachthöfen beschreiben. Das ist denn als Thema Bedürfnis, nach außen zu treten mit einer Botschaft und zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Pferde, es sind viele Mädchen, die das machen. Es ist einfach eine politische Äußerung, die sie vom Thema her aufgreifen und die ihnen so wichtig ist, wo die Wirkung erstmal gar nicht im Vordergrund steht von der Motivation her, sondern es ist wichtig, das nach außen zu tragen. Das andere ist, wenn es um sozial benachteiligte Jugendliche geht, müssen sie ihnen auch die Sozialräume, in denen sie sich befinden, als Partizipationsräume zur Verfügung stellen. Die Jugendhäuser machen sehr gut, finde ich.
Die Jugendhäuser bieten ihnen da Möglichkeiten und da geht es auch darum, wie zu bestimmen, ob man ein Konzert macht, ob man die oder die Gruppe einlädt, ob man die Öffnungszeiten anders stimmt. Das sind alles partizipative Prozesse. Die Schule verweigert es. Also die Schule verweigert partizipative Prozesse, gerade sozial benachteiligten Jugendlichen. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die sie sich gut, wo sie sich gut anbieten können. Und da spielen die Medien schon eine Rolle. Wir haben da auch gute Erfahrungen gemacht. Weg von der Schrift, hin eher zum Bild, Bildmedium. Und sich anders ausdrücken. Und da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, Jugendliche wirklich heranzuführen, auch an Selbstwirksamkeitsprozesse zu sagen, ach ja, das ist mein Umfeld, das interessiert mich und es passiert auch was. Und es ist keine Frage von Geld, dass man immer 5.000 Euro braucht, um Schwimmbad zu bauen, Sprungturm zu bauen, Spielplatz zu bauen. Daraufhin wird es ja immer verschoben. Das war jetzt wegen viel vielleicht. Warum gehst du jetzt schon wieder weg eigentlich? Ach so, der Nächste ist schon da, alles klar. Okay. Frau Baringhorst möchte darauf reagieren. Na, ich meine, Sie haben mich da einfach kalt erwischt, dass ich gesagt habe, Esoterik ist weniger sinnvoll als also ich, Politico, ich habe es nicht im Vortrag gesagt und das war sozusagen salopper Alltagssprech einer Politologin. Natürlich ist es sozusagen der Sinn, das, was die Subjekte selbst sozusagen konstruieren, und ich will das jetzt erst gar nicht werten, das wäre müßig. Ja. Aber man kann sagen, es gibt welche, was näher oder ferner ist, sozusagen an politischen Entscheidungen. Das ist aber gar nicht für Sie die relevante Frage. Der Zusammenhang war, und der geht ja über in Ihre nächste Frage, die öffentliche Meinungsbildung. Und wie bildet die Netzkommunikation öffentliche Meinungsbildung ab? Gibt es so etwas auch überhaupt? Und der Hinweis etwa auf diese Great Canadian Wishlist, ja, und die Ergebnisse oder die Frage, dass jetzt, sage ich mal, diese Cannabis-Frage, die zentrale ist, die man da irgendwie rausgesucht hat, als die man jetzt Frau Merkel stellen sollte. Ich will das nicht abwerten. Ich will nur sagen, dass es auch im Netz eben eine andere Agenda gibt. Ja, und die Frage ist ja nur, ob wir jetzt sozusagen die gleichsetzen mit derjenigen, die wir bei Surveys, ja, wenn man normale Bevölkerungsumfragen machen würde, dann würde man vermutlich rauskriegen, dass der Euro oder sowas im Moment eine wichtigere Geschichte ist. Da kann man aber sagen, ja, weil über den Euro wird überall gesprochen, vielleicht wollen die jungen Leute im Netz, dass mal jetzt gerade mal über was anderes geredet wird, weil das für sie wichtiger ist. Also ich will das nicht abwerten, aber was ich deutlich machen wollte ist, dass wenn man denn überhaupt bezwecken will, dass in der Demokratie der Wille des Volkes im Sinne tatsächlich der verschiedenen Präferenzen, die Bürger haben, irgendwie abgebildet wird in den politischen Entscheidungsprozess, dann muss man unterschiedliche Wege gehen und schauen und genau schauen. Und da kann man nicht einfach irgendwie Abstimmungen machen. Ich will ja nicht sagen, dass ich sie ignoriere. Sie sind ja immer für bestimmte Teil-Communities ganz wichtig. Nur die Frage ist, was macht man mit der Demokratie? Und auch wenn ich sozusagen Ihre Kritik an den Defiziten repräsentativer Demokratie teile, ja, und auch sehen würde, wir brauchen mehr Formen von direkter Demokratie. Aber ich persönlich denke, wir müssen auch vorsichtig sein, und das nicht sozusagen vorschnell idealisieren, wissend, dass dann die elitäre Struktur, die diese repräsentative Demokratie schon hat, nochmal gesteigert wird. Ja, da wäre ich nicht der Meinung. Ich finde auch, Ihr Hinweis ist ja sinnvoll zu sagen, jetzt haben wir eine Expertokratie in Griechenland, in Italien. Ja, die Frage ist sozusagen, liegt das an der Schwäche der repräsentativen Demokratie oder liegt es nicht gegenwärtig auch an bestimmten ökonomischen Prozessen, die offensichtlich hier den Vertrauensverlust von Eliten in der repräsentativen Demokratie stellen. Das heißt überhaupt nicht, dass wir nicht da eine riesen Baustelle haben und dass man jetzt schauen muss, an welchen Punkten macht es Sinn, die Bürger übers Netz einzubeziehen, ja, wie Bürgerhaushalte und so weiter. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nur ich denke, für mich ist das noch eine offene Frage. Ja, welche Formen von demokratischer Legitimität erzeugt werden können. Ich würde nur nicht vorschnell die Legitimitätsfrage als, naja, das können wir so oder so nicht erzielen, aufgeben. Ja, wenn wir das tun, dann können wir ehrlich gesagt unsere Idee von Demokratie sein lassen. Ja, und ja,
Also das finde ich nun schon. Ja, man kann nicht Eliten kritisieren und sagen, sie vertreten nicht mehr die Meinung des Volkes oder die Interessen des Volkes. Man muss Kontrollmechanismen haben und das ist gut am Netz, durch die Forderung nach Transparenz und Offenheit, genau hier offen zu legen, welche Interessen sich denn überhaupt in der Politik manifestieren. Das muss doch auch ein Teil von Medienpädagogik sein, ja, dass man diese Kompetenzen hat, sozusagen der Bürger als Watchdog, ja, dass er sozusagen hier ermächtigt wird, selber einen Zugang zu Daten haben, sich ein Urteil zu bilden. Aber das heißt nun doch nicht, ja, dass man sagt, wir wechseln völlig über zu Abstimmungsprozessen, deren Legitimität am Ende fragwürdig ist. Also da wäre ich einfach vorsichtig. Und altmodisch vielleicht. Ich halte das auch zum Teil für gefährlich, jetzt hier auf so eine Abstimmungsdemokratie zurückzukommen. Ich finde das auch ehrlich gesagt nicht positiv, wenn online über einen Stadthaushalt abgestimmt wird. Das möchte ich überhaupt nicht haben und ich möchte darüber auch nicht abstimmen. Ich denke, da gibt es gewählte Stadträte, die sicher Fehlentscheidungen treffen, über die man sich dann ärgern kann und sich auch zu Wort melden kann. Aber einen Haushalt zur Disposition zu stellen, da finde ich 10% ehrlich gesagt schon relativ viel. Wenn das so gewesen sein sollte, das weiß ich jetzt nicht. Wenn man sich überlegt, was bei der Organisation einer Stadt eigentlich auch schon alles gebundene Gelder hoffentlich sind. Also nachhaltige Dinge, die über längere Zeit finanziert werden und die nicht dann irgendwann mal neu verteilt werden, sage ich jetzt auch mal, weil es gerade modern ist. Und das finde ich auch ein bisschen das Problem hier bei dieser YouTube-Geschichte, wo man Frau Merkel Fragen stellen kann. Ich finde, da passt es noch nicht so ganz zusammen. Also das Tool und was man damit erreichen möchte und was dann sozusagen im Angebot ist. Und ich denke, wenn so ein personalisiertes Angebot auf YouTube kommt, dass Frau Merkel Fragen beantwortet, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn so eine Frage kommt. Also da finde ich jetzt nicht, dass die Community dran schuld ist oder doof ist, sondern es ist so eine sicher auch schon durchs Fernsehen beförderte Personalisierung. Wenn man die Möglichkeit gegeben hätte, die Staatsregierung zu fragen, wären wahrscheinlich schon andere Fragen gekommen, denke ich jetzt. Bleibt mal abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt, denn schon vor 2 Wochen war dieser Cannabis-Spot irgendwie da zu finden und keine weiteren. Also, aber man hofft natürlich, dass es auch noch andere Fragen gibt. Und ich hätte auch ganz gerne noch ein bisschen gesprochen, also auch über die politischen Akteure, wie es sie eigentlich also einschränkt oder beziehungsweise also welche Möglichkeiten es ihnen auch an die Hand gibt, wenn Leute mehr partizipieren. Aber das ist ein anderes Feld noch, also glaube ich. Aber ich begrüße ganz herzlich Jürgen Ertelt und freue mich auf seinen Kommentar oder seine Frage. Naja, so ein paar Beiträge. Also nochmal auch das Thema aufgreifen, Partizipation und Engagement. Das ist ja nun wirklich eine Aufgabe jedes demokratischen Bürgers in unserem Land. Also nach dem Motto, wir sind das Volk, ist das die Herausforderung, es ist ein Bildungsauftrag. Und da müssen wir auf allen Kanälen, Ebenen, Möglichkeiten, mit allen medialen Möglichkeiten versuchen, dafür auch ein Interesse zu wecken, das zu unterstützen, zu begleiten. Und das erstmal unabhängig davon, ob das online und offline ist, sondern dass man Jugendliche dazu auffordert, sich mehr einzubringen, mehr Engagement zu zeigen und das selber auch zu tun. Das heißt, auch Engagement kostet natürlich Zeit, ja, also das war das Argument, ich schaffe das gar nicht alles um auch zu bewerten und mich einzubringen. Aber die Zeit, wenn man ein Interesse hat, die sollte man aufbringen, um das auch zu tun. Und das zählt auch zu den Bürgerhaushalten. Mitunter ist das auch ein bisschen falsch verstanden. Es geht nicht um das Absetzen der repräsentativen Demokratie, sondern es geht darum, ein Meinungsbild einzufangen. Und Politiker, die gewählt sind, tun gut daran, dieses Meinungsbild mitzunehmen, um selber in den Ausschüssen dann nochmal auch mit diesem Hintergrundwissen zu argumentieren. Das passiert auch in diesen Bürgerhaushalten. Ich finde das einen ganz guten Ansatz. Und dass es nur 10% sind in Köln, das liegt daran, weil die anderen 90% schon vergeben sind. Ja, sind Pflichtaufgaben, die gar nicht mehr anders greifen können. Aber so sollten wir auch Jugendliche fragen. Wir sollten in jedem Zusammenhang Möglichkeiten schaffen, sich mit einem Meinungsbild einzubringen und dazu führen, dass es eben halt auch argumentativ untermauert ist und nicht nur eben halt tatsächlich mit einem einzigen Klick ja oder nein. Das heißt, die Voraussetzung ist Information, das ist ja auch schon von Christian angesprochen worden und verlangt mehr Transparenz, Einblick, keine Sorge zu haben, dass irgendjemand was abkupfert oder eben von etwas weiß, früher weiß, als ich es zulassen möchte. Das trifft für uns selber auch zu. Unser Verhalten in bestimmten Situationen ist da vielleicht auch nochmal zu überdenken. Warum machen wir Dinge nicht so öffentlich, auch Mitgliederversammlungen unter Umständen? Ja,
um einfach einen Einblick darin auch zu kriegen, wie funktioniert das ganze Ding. Und Politik täte gut dran, auch für sich, sich zu öffnen, auch Ausschusssitzungen einsehbar zu machen. Die Techniken sind da, wir haben das jetzt auch mit dem Livestream. Es ist möglich, solche Sachen dann eben halt auch live zu bloggen, sodass Bürger sich eine Meinung bilden können, die sie dann, egal wo, ob online oder offline, kundtun können. Ja, gibt es dazu Anmerkungen? Es ist alles richtig. Es muss Transparenz da sein. Dafür hat das Netz eine riesige Chance. Natürlich, die ist viel größer, als sie vorher da war. Jetzt können Leute, die im Leben mit nichts in die Zeitung oder ins Fernsehen gekommen sind, vielleicht in die Bürgermedien, aber nicht in eine etablierte Anstalt, können ihre Meinungen und ihre Informationen ins Netz stellen und können auch dafür sorgen, dass das gefunden wird und dass das von größere Reichweite ist. Das ist alles richtig. Ich möchte trotzdem noch mal dran erinnern, dieses, und das ist eine Bildungsaufgabe, ganz richtig, und die ist immens. Also, und ich kann nicht die Hoffnungen, die immer wieder in solchen Beiträgen, also vielleicht auch in Ihrer, fühle ich mich ein bisschen provoziert durch Ihren Vortrag, die Hoffnungen auf Lösung von, also ich finde die Occupy-Bewegung total schön, klasse, dass das da ist, es ist ja fantastisch, das zu sehen. Ich glaube nur nicht, dass wir damit jetzt diese grandiosen Hoffnungen verbinden können, das globalisierte Finanzkapital irgendwo in seine Schranken zu weisen, wenn wir das nicht unsere Politiker hier vor Ort dazu bringen, Gesetze zu verabschieden, damit bestimmte Transaktionen nicht mehr möglich sind. Da muss es dann wieder ins echte Leben zurückkommen und da muss man Mehrheitsverhältnisse schaffen. Dann hilft das Netz natürlich wieder dabei, irgendwie vielleicht noch mehr Sympathisanten dafür zu gewinnen. Aber ich kann die Hoffnung, dass das Netz an sich, weil es all diese Dinge da, all diese Tools anbietet, die teile ich überhaupt nicht. Sie haben jetzt gerade vom echten Leben gesprochen. Ich möchte jetzt nicht dekonstruieren, was Sie gesagt haben, aber in der Süddeutschen Zeitung ist heute ein Artikel drin von John Gray, einem englischen Philosophen, der meint, dass die Occupy-Bewegung die Welt realistischer sieht als die Leute in den Banken oder als die Politiker, die wir als Experten bezeichnen. Und ich möchte eigentlich darauf hinweisen, dass wir jetzt repräsentative Demokratie nicht unabhängig von diesem neoliberalen Wirtschaftssystem diskutieren sollten. Und wenn wir das betrachten, können wir uns auf unsere Experten, auf die Politiker nicht unbedingt verlassen, es sei denn, wir sind Millionäre oder und so weiter. Wenn Sie vor allen Dingen an Amerika denken. Also ich denke, man muss wirklich dieses repräsentative Demokratiesystem auch erweitern um neue Formen der Demokratie. Und der digitale Aktivismus, die Partizipation, das Engagement, der Widerstand und so weiter, das sind Möglichkeiten, um zu einem anderen, um diese Postdemokratie, die du am Anfang geschildert hast, eben auch zu überwinden. Einfach dazu. Hört sich jetzt ein bisschen irgendwie politologenmäßig formuliert an, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Typen von Demokratie. Repräsentative Demokratie ist nur das eine. Frage ist doch nur, wenn man sie verändern will, und ich denke auch, man muss sie verändern, hat man im Grunde doch drei sozusagen Optionen. Entweder man geht in Richtung auf, sag ich mal, Abstimmungsdemokratie. Das ist ja ganz viel von dem, was im Netz läuft. Ständig gefällt mir, ja, irgendwie, sagen wir, E-Petitions ist ähnlich. Oder das, was ich mit Konsumerismus bezeichnen würde. Einfach mit geringen Kosten irgendwie Zustimmung oder Ablehnung erklären. Das ist die eine Variante. Die andere ist sozusagen das, was wir so nennen, partizipative Demokratie oder assoziative Demokratie. Wenn man sagt, naja, wir haben unglaublich viele Verbände, Interessengruppen, Nichtregierungsorganisationen und ähnliche, ja, die darüber sozusagen versuchen, ihre Expertise einzubringen, Expertise plus sozusagen Bürgerbeteiligung. Und die andere Variante ist das, was man so deliberative Demokratie nennt. Diese Habermas-Variante, möglichst viel öffentliche Diskurse, öffentliche Konsultationen, die in der Regel auch sehr intellektuellenlastig sind und expertenlastig sind. Dennoch würde ich sagen, wir brauchen eine Mischung aus all dem.
Ja, ich würde gar nicht wollen, dass man sagt, sozusagen, wir ersetzen jetzt repräsentative Demokratie durch den einen neuen Modus, nämlich diese Abstimmungsvariante von Demokratie. Was ich mir vorstelle, wäre eher zu sagen, wir brauchen tatsächlich Elemente von all diesen Varianten und man müsste repräsentative Demokratie öffnen. Vielleicht auch, ich finde diese Idee von Liquid Democracy, wenn man es auf die Organisation bezieht, durchaus sinnvoll. Frage ist sozusagen, wie kann man das sozusagen auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene realisieren? Aber ich denke, wir müssen in diesen Prozess einsteigen, zu überlegen, wie kann man Demokratie verändern, ohne vorschnell zu sagen, okay, es ist sozusagen, wir ersetzen repräsentative Demokratie allein durch diese Form von direkter Demokratie, ob online vermittelt oder nicht. Da ist nur meine Skepsis und wir brauchen da viel mehr Fantasie und müssten diese verschiedenen Varianten mit einbeziehen und auch deren jeweilige Legitimitätsstrukturen analysieren und durchaus auch wertschätzen. Ja, ich habe die undankbare Aufgabe, also jetzt so ein bisschen zu gucken, dass wir so einen Cooldown hinkriegen. Also das heißt, also aus unserem Semi-Fishbowl wieder rauszukommen. Möchte aber natürlich den letzten Teilnehmer noch zu Wort kommen lassen. Würde dann aber eine Abschlussrunde machen. Und ich denke, es haben sich viele Fragen ergeben, also die wir auch heute nicht alle beantworten können, aber die wir auch morgen mit in die Workshops nehmen können und die uns hier auch weiterhin begleiten werden. Und ich glaube, politische Bildung, also ein Auftrag an uns alle ist und ein gesellschaftlicher Auftrag ist, glaube ich, also auch unbestritten. Schön, dass es also jetzt hier nochmal also auch formuliert worden ist. Ja, mein Name ist Steffen Griesinger von Medienbildung.com. Jetzt habe ich ein bisschen die undankbare Aufgabe, den Schluss zu machen. Ich wollte an sich bloß noch mal, auch nochmal ein bisschen konkreter auf das Thema Partizipation zurückkommen. Auch gerade nochmal auf die Frage, wie man Jugendliche mehr dafür begeistern kann. Für mich ist ganz wichtig, dass man auch das gar nicht so hoch aufhängt. Also gerade, dass man es nicht nur von irgendwelchen Wirtschaftsthemen ausgeht, sondern auch bei ganz kleinen Dingen anfängt und sich nicht zu große Ziele setzt für so eine Partizipation. Ein blödes Wort. Kurzes Beispiel. Mannheim wird gerade ein Skaterpark geplant. Und dann werden die Jugendlichen sozusagen von Anfang an eingebunden und man sagt, man wollte diesen Skaterpark. Natürlich wollen sie diesen Skaterpark, aber dann dauert diese ganze Sache 3 Jahre lang, bis sowas geplant und gebaut wird und so weiter. Und da verliert man natürlich diese Jugendlichen auf diesem langen Weg und da muss man sich an sich auch nicht wundern, sondern man muss auch sich kleine Ziele setzen und auch mit diesen kleinen Zielen auch zufrieden sein und auch letzten Endes Partizipation auch im Kleinen durchführen. Allein schon, wenn man bloß mal fragt, was essen wir denn heute? Oder was machen wir diese Woche im Unterricht oder sonst irgendwas? Dass man hier die Jugendlichen stärker mit einbindet in diese kleinen Entscheidungen und ihnen auch hier zeigt, wenn ihr euch einsetzt, dann bewegt ihr auch irgendwas. Und dann muss man auch mit dieser Partizipation umgehen können, wenn sie sagen, es ist schwul oder es ist blöd oder sonst irgendwas. Dann muss man damit auch mal leben können, dass es nicht unbedingt das Ergebnis bringt, was man hören möchte. So. Ja, vielen Dank. Gibt es dazu Anmerkungen? Ansonsten, also kann man das ja jetzt auch aufgreifen, also das letzte Statement, für ja vielleicht nochmal so eine kleine Reflexion unserer Diskussion hier, also was wir vielleicht auch noch mitnehmen können für den morgigen Tag. Eine meiner Fragen war zum Beispiel, also inwieweit wirkt E-Participation, also einer Politikverdrossenheit entgegen? Ich habe heute gehört, also das oder beziehungsweise auch in den Diagnosen hier, also vorgenommen worden sind, also wir können überhaupt gar nicht von Politikverdrossenheit reden. Es gibt unglaubliche viele Formen, sich zu engagieren. Viele junge Menschen engagieren sich auch, machen davon auch Gebrauch. Die Frage ist natürlich für mich, also die ich mir mitnehme und die ich mir frage, wie nachhaltig ist das und wie gefährlich ist das auch? Also es ist für uns noch alles relativ neu. Wir nutzen das, junge Menschen nutzen das, aber es kann auch schnell umkippen in so eine gewisse Frustration. Einige Beispiele sind hier auch genannt worden und ich denke, da sind dann auch wieder, also Menschen in der Bildungsarbeit gefragt, also auch da dran zu bleiben, zu moderieren, auch zu unterstützen, also auch die Gratifikation aufzuzeigen, also so was ist die Belohnung, wenn ich da auch etwas tue, also auch in welcher Form auch immer, ob ich eine Petition gegen das Bienensterben unterschreibe oder ob ich also mich an bestimmte Unternehmen richte, um ihnen zu demonstrieren, dass ich mit ihrer Politik nicht einverstanden bin oder auch mit kapitalistischen Verhältnissen, also daran Kritik übe, das Feld ist relativ
breit. Also das ist das, was ich mitgenommen habe und deswegen gebe ich jetzt gleich mal das Mikrofon weiter. Ja, das Feld ist unheimlich breit. Ich will jetzt nur noch mal diesen einen Satz von ganz am Anfang wiederholen. Ich glaube, wir müssen uns dann verständigen, das hat das Beispiel von Steffen Griesinger auch gezeigt, über welche Partizipation, in welchem Moment, an was denn reden wir gerade. Also Teilhabe an was. Mir gefällt dieses Wort Teilhabe eigentlich viel besser, steckt nämlich Haben drin. Ich habe dann auch einen Teil von dieser Demokratie. Ich habe auch ein Stück von dieser sozialen Gemeinschaft. Ich habe einen Arbeitsplatz, der es mir erlaubt, teilzuhaben an einem gesellschaftlich organisierten Leben. Also vielleicht kann man in manchen Zusammenhängen dann mit diesem Wort weiterkommen. Zumindest will ich nur darauf hinweisen, aber es wiederholt sich jetzt alles, nochmal genau definieren, über welche Partizipation rede ich gerade, welche meine ich. Und dann stellt man vielleicht fest, dass wir uns in vielen Dingen hier eigentlich viel einiger sind. Oder es geht um eine demokratisch verankerte, möglichst transparente, gestaltete Teilhabe. Das will sie gar nicht. So, also meine, und das ist natürlich unglaublich generalisierend, gesprochene Beobachtung, ist einerseits politische Partizipation generell, sag ich mal, kostengünstiger geworden, es ist einfacher geworden, auch für Jugendliche, mitzumachen, teilzuhaben. Und deine Frage ist ja, haben die auch das Gefühl, das bringt irgendwas? Und da finde ich es sozusagen, jetzt, wenn ich das mal vergleiche mit meinem Engagement, was schon ein bisschen her ist, aber so, jetzt das jugendliche Engagement, nicht das Engagement an sich, dass ich finde, dass die Ergebnisse viel transparenter sind. Ja, wenn man sich heute engagiert, sei es bei Campact oder bei irgendeiner von diesen vielen Kampagnen, die wir jetzt untersucht haben, unglaublich, was an Feedback ständig kommt. Und zu sagen, so und so viel haben jetzt schon unterschrieben. Oder, ja, die Firma, was weiß ich, in Thailand, die wird jetzt diese T-Shirts nicht mehr produzieren. Mein jüngstes Beispiel war eine Mail über George Clooney, der ja irgendwie für Nescafé-Reklame gab. Es eine große Kampagne. Nescafé sozusagen hat irgendwie keinen Fairtrade-Kaffee. Und es kam eine Mail von George Clooney, dass er jetzt sozusagen auch die Nescafé unter Druck setzt. Und ja, meine kleine sozusagen Beitrag hat George Clooney erreicht und ihn irgendwie zum Umdenken bewogen. Was ich sage, ist, diese Rückkopplungsschleifen, ja, sind viel deutlicher da und insofern glaube ich schon auch, gerade dadurch, weil eben gerade die politischen Eliten haben sich ja geändert, die hängen sich ja auch alle ins Netz. Mein Problem ist, es ist da ein bisschen irgendwie viel, auch Simulation dabei ist, aber es gibt viel mehr auch Rückkopplungen an positiven Verstärkern für jugendliches Engagement, als es früher hier gegeben hat. Also da würde ich nicht so pessimistisch in die Zukunft schauen. Ja. Ich schließe jetzt hier an, also wir haben jetzt einen Konsens. Oder fast ein Konsens. Ich würde es nur noch gerne erweitern. Meine Aufgabe einer Medienpädagogik, das wissen Sie ja am besten, ist, diese Medienkompetenzen zu fördern, Formen der Medienliteralität, der Medienbildung, aber das gleichzeitig jetzt nicht als formale Kompetenzen zu betrachten, sondern es kulturell und gesellschaftlich zu kontextualisieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht jetzt nicht nur um Partizipation, dass man einfach mitmacht, sondern wie es ja eben schon gesagt wurde, es geht um Partizipation an demokratischen Prozessen. Ich habe darauf hingewiesen an der Gestaltung einer transnationalen Öffentlichkeit. Und ich würde auch dafür plädieren, wenn wir diese neuen sozialen Bewegungen anschauen, dass wir halt vielleicht neue Begriffe brauchen, neue Konstruktionen, um das zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Wir sollten es nicht so schnell einordnen in die Kategorien, die wir schon haben, sondern uns von diesen Phänomenen auch überraschen lassen. Ja, wir werden zuversichtlich in diesen Abend entlassen. Ich finde es großartig. Also Frau Weigand musste leider schon gehen, ihren Zug nehmen oder ihren Zug bekommen oder wie auch immer, ihren Zug haben. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, insbesondere bei den Publikumsteilnehmern, wünsche uns einen schönen Abend.